Hallihallo, Hallöchen, ich bin's euer Deni von DNECO TV. Und heute spiele ich für euch ein tolles Spiel, was sich auf den Namen hört. Dishonored. Richtig, ganz genau. So, und da ist es auch schon, das Spiel, hört sich auf den Namen Dishonored hört. Und jetzt schauen wir mal kurz, ob ich alles soweit richtig eingestellt habe. Spieleinstellungen, Kopfbewegungsintensität. Sagt mir eigentlich gar nichts, aber ist ja auch egal. Und mir das Wasser. Steuerung ist schön, das ist immer noch so. Texturdetails hoch, Charakterdetails. Das ist ein Unterschied macht. Ach Quatsch. Aber wichtig war, dass ich für euch die Untertitel drin habe. Falls ich dazwischen schlaue, könnt ihr es einfach nachlesen. Wir nehmen normal, das sollte passen, ein wenig heller, denn bei einer Aufnahme wird das ja leider immer ein bisschen. Ui, das ist zu krass. So könnte ich es gerade noch sehen. Aber wir machen es ungefähr so, genau. Und das kannst du annehmen. Ja, genau, überschreiben, das wollen wir natürlich. Und lassen das Ganze jetzt mal auf uns wirken. Das ging ja schnell. Die Heimkehr. So heißt unser Kapitel. Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit Sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, Sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind Sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden Ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Die werde ich definitiv bringen. Meine Kaiserin. Ganz ruhig, genau, aufpassen. So, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, bin ich heute allein unterwegs. Ohne den guten Echo. Der hat noch ein bisschen zu tun. Und ich dachte mir, hey komm, Dishonored relativ aktuell. Sonst haben wir euch ein bisschen was älter aufgezeigt. Wir sind ja noch im Anfangsstadium quasi. Aber wir werden in den nächsten Tagen nochmal was hochladen. Und unter anderem auch hier Dishonored, was ihr quasi jetzt gerade seht. Das heißt, ihr seht quasi auch schon das, was wir davor runter beziehungsweise hochgeladen haben. Genau. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Das ist wirklich es ungewöhnlich. War wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Und vielleicht eine kleine Sache so zur Erklärung. Falls ich hier mehrere Texte erwische, von Büchern oder sonst irgendwas, was da so geschrieben steht, ich werde es euch nicht vorlesen. Das könnt ihr selber machen. Ich zeige euch das nur lediglich. Ihr könnt dann einfach pausieren und euch das anschauen, wenn ihr es lesen wollt. Ich werde nochmal mal so ein bisschen runterscrollen. Wenn es mehr als eine Seite ist oder was mehr als diesen kurzen Abschnitt betrifft. Und ja, das werdet ihr dann sehen, ne? Aber es dauert bestimmt noch, bis wir da was zu sehen bekommen. Wir müssen ja erstmal hier hoch. Schicke Schuhe, mein Junge. Schick, schick. Was hast du? Du hast ja auch so eine Stulpen. Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten warten. Ja, und dreh das so Rad. So, wer ist der? Na, jetzt aber. Geh auf Körner, geh weg. Genau. Weißt du jetzt, wo es lang geht? Ich weiß, wo ich. Ja, da ist ein Pfeil. Ach, geh mal kurz hier hin. Komm her, du Wachoffizier. Sie wartet im Pavillon. Boah. Doch relativ aktuell, muss ich sagen, ja. Grafik geht. Ja, aber da springen wir nicht runter. Nur noch wenig Schiffe auf dem Fluss. Beware Deep Water. Na gut. So, dann lassen wir mal hoch zur Kaiserin. Was ist denn jetzt los? Corvo, du bist zurück. Ja, wo immer du bist. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen alten Meisterspion. Tut mir leid, Emily, aber ich muss deine Mutter sprechen. Na gut, wir legen los.
Wollen wir es machen? Sie guckt ein bisschen grimmig. Ja gut, bevor sie uns eine reinhaut. Gut, los geht's. Ah, dann war schon zornig. Hat man ihn gut gehört. Optional. Unter der Steinbrücke. Ich folge dir, kleine Lady Emily, Tochter der Kaiserin. Hui. Schon gewonnen. Ah ne, wir spielen Verstecken. Genau. Das war jetzt so lustig, dass ich weggelaufen bin. Na los, mach schon. Wohin soll ich denn? Mal sehen, ob du das noch kannst. Ja, ich kann alles. Ich schließe meine Augen und zähle und dann versuche ich, dich zu finden. Ja, dann geh. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut. Ja, ich versteck mich, nur geh. Guckst du böse. Und 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme. Hey, warte. Q und E, einfach zu schauen. Gut, dann woanders. Genau. Ist uns nicht sieht, unser Kopf müsste doch hier eigentlich rüber gucken, oder sind wir wirklich nur so klein dann? Hm. Ich finde dich. Ja, ich sehe, wie du mich findest. Gut, du gewinnst. Ha. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Genau, denn die will auch mit mir Verstecken spielen. Hast du Monster auf der Reise zu den Inseln gesehen? Mein Kindermädchen sagt, es gibt viele. Nee, das war das. So. Dann wollen wir mal. Schnell hier hoch. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Hallöchen. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Das verrate ich dir zu geben, das schon. Wir haben zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Dein Elixier. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Na, mal schauen. Campbell. Ah. Ja, ein bisschen die Nase ist ein bisschen anders oder sonst. Bare Haare, ein bisschen schwammig alles, mein Guter. Anton Sokolov, also. Und Da Vinci wirst du so nicht. Sie empfängt sie gleich. Das ist nett. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut. Na, meine Guter, Dina. Hallo, mein Herr. Genau, du schaust aus, dein Herr. Ah. Alles in Ordnung, Sir? Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Genau, Alfred. Die Stimme kennt ihr bestimmt. Das ist nichts anderes als die von Alfred dem Butler. Corvo. Zwei Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Genau, Mr. Wayne. Wir haben aber coole Synchronstimmen, muss ich sagen. Günstige Winde bringen Sie zurück, ja, zu mir. Richtig. Welche Nachrichten bringen Sie? Die hier. Ich hatte vorher einen anderen Brief, aber der ist vakant. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon umgegangen und würde ein Heim erkennen. Ach da. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Ist aber auch ganz schön dick, wa? Dickes Kind. Sieht so aus. Sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Du bist echt dünn. Geht es dir gut, Mutter? Oh, ja. Du siehst traurig Mensch, aus. Aber ja, keine Sorge, denn? Mein Schatz. Mutter geht es gut. Und die ist echt schlank, aber halt. Die. Wo ist die Wache? Ist schon dick. Wer hat sie weggeschickt? Guck mal, da kommt wieder. Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Ja, laufen, was? Sie sind auf Parcours. Hierher. Steuerung links.
Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nicht nochmal. Nicht schon wieder. Mama! Nein! Weg von ihr! Corvo! Das ist einfach nur Scheiße. Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Also Alfred, so geht das nicht. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Dishonored. Genau. Klingt aber schon ein bisschen fies, muss man echt sagen. Was man da so gehört hat. Aber klingt Alfred bei Batman auch so fies? Gefängnis von Coldridge. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Lecker. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Sieht genauso aus, nur dass der einen Namen hat, oder? Das reicht jetzt. Verschwindet. Nicht ganz. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Nein, nicht ganz. Die gucken alle ein bisschen grimmig. Was ist hier unser Aufwand? Die Kaiserin ist tot. Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen werden Sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gern. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Ja, wir werden jetzt anscheinend gehängt, gevierteilt, unsere Gedärme werden rausgerissen, verbrannt. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Ah, wir haben Freunde im Knast. Toll, bestimmt von der Dusche oder... Ja, Scheißhaus, ja. Ja, gar nicht so gemütlich aus. Und so ist halt diese berühmte Steampunk-Welt. Aber gut, ich würde sagen, wir... Nehmen uns noch unser Brot. Eine anonyme Nachricht. So, da haben wir den Punkt. Das seht ihr jetzt kurz, ich überfliege's. Und ihr könnt es euch anschauen. Hey, wir haben sogar einen Schlüssel bekommen. Und ich würde sagen, genau das ist der Moment, in dem wir jetzt aufhören und den nächsten Cut machen. Und wir sehen uns beim nächsten Teil, wenn es heißt... Waffe holen und Leute abmurksen und so weiter mit Deni von Deneko TV und Dishonored. Bis zum nächsten Mal. Ciao.